Turn 20 Studios. Hier wie endlich wieder im Racing Game. Ich strahle. Hey, Racing Game ist mein Leben, Mann. Einfach geil. Und so harmonisch die Musik. Da, 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 da. Willkommen in Mexiko. Yippie. Mexiko. Mexiko. Xbox Game Studios. A Playground Games. Da sind Frames hier. Bei Video. Szene lauter oder was? Heimat. Ey. Der wirklich schönste Ort der Welt. Wo alle willkommen sind. Scheiße, mich umgesetzt, jetzt geht mein rechtes Ort nicht mehr. Erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Was ist denn das für eine Musik- und Tonlautstärke? Ich habe hier irgendwie so ein Bett, so eine Position, wo ich nichts höre. Na dann, Eingabe. Einfach A-Taste. Wow. Ach du Scheiße. Aufgeheizte Stimmung. La Grande. Was ist das? Ach du Scheiße, Alter. Battle Royale! Bienvenidos a Mexico! Yippee! Dann auf der anderen Seite! Oh, ist noch besser so, geil. Cool. So will ich eigentlich fahren. Dass wir das. Also so ist halt geil, aber so ist noch geiler. Oh, ich habe nicht hingeschaut. Scheiße. Ich hab geschaut, ob meine Kamera noch so gut ist. LOL. Einfach im Tutorial versagt. Ja, so passt. Also so würde ich halt gerne fahren wollen, was meint ihr? Und dann würde ich sogar mein Bild in die Mitte packen. So habe ich es früher gemacht. Was haltet ihr davon? Dass ich mich in die Mitte packe. Das war so crazy früher bei Formel 1. Warte. Moment. So. Beste, ey. Beste. Was sagt ihr? Und ich fahr. Also ich fahr entweder so. Wir fahren nicht Third Person. Wir spielen kein. Das ist dann noch crazy. Jetzt fährt mein Bett ja wirklich. Also wir fahren nicht so. Ich fahr kein Outrennen Third Person. Sorry. Aber so, das ist für mich kein Spiel dann. Dann kann ich gleich alle vier drücken. Das war ein Brett. Also so wäre es ja auch krass, oder? So, mit dem Lenkrad, imagine! Genau, da vielleicht. Aber hier haben wir sogar Heckspiegel. Das haben wir im anderen Ding ja nicht. Und hier haben wir ja schon mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mal schon mal her, wenn ich jetzt meine Kamera hier hin tue. Warte, ich muss hier mal wieder die Maus. Wenn ich die Kamera hier hin tue. Wäre es okay. Weil wir haben ja da nochmal die Anzeige. Siehst du dir? Wir haben da nochmal die Anzeige.
Und wenn ich mit dem zweiten Ding fahre? Warte, so ein bisschen näher. Sieht man, glaube ich, zu wenig. Warte. Wie sieht man denn mehr? So. So hat man gut gesehen eigentlich mal. Aber wo ist das Auto nicht in der Mitte? Wieso? Verkehr aufkommen, sei vorsichtig! Wuhu! So 30 Frames begrenzt wegen Szene. Findest du neue Freunde? Amüsier dich! Ja, oder Motorhaube, ja. Wir probieren noch ein bisschen rum. Boah! Alter! Was jetzt? Lieferzone rückt näher! Schöner Tag für eine Fahrt! Oh Gott, schauen wir mal, wie das. Ist das Cockpit hier? Anderswelt, Alter. Wuhu! Boah! Ich verfolge den Sturm! Du Sieger der Lande! Fahr weiter! Aber diese hakligen Bewegungen, ne, mit dem Lenkrad ist halt schon... Wow, 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 wow! Wow, seh nix! Aber sieht man zumindest den Spiegel auch so. Okay! Es gibt keinen Weg außen rum. Wir müssen mitten durch! Ist die Lautstärke gut vom Spiel? Soll ich lauter, leiser machen? Ich kann noch lauter machen. Erreiche den Staubsturm. Achso, okay. LOL. Durch das Auge des Sturms. Aber wie komisch das Auto im Ding ist. Im Spiegel. Woo! Sicher? Okay, auf mein Zeichen. 5, 4. Mach noch ein bisschen lauter. Oder jetzt, auch gut. Das könnte etwas holprig werden. Nächstes Auto. Touchdown! Das ist ein Porsche. Ein Kratzer. Der Dschungel wartet. Wie geil, Mann. Das ist eine Rallye. Flamingos! Hier siehst du ja gar keine KMH-Anzeige hier, ne? Aber zu schade. Wow, okay, krass. Aber zu schade, dass man dann das Cockpit nicht sieht, weißt du? Ich finde es fast zu schade, so zu fahren. So ist schon geil mit Lenkrad irgendwie. Aber du siehst halt weniger. Ihr seht halt den Speed hier nicht, aber ist schon geil so. Du bist halt actionreich, das ist halt also viel actionreicher so. Ich dreh nochmal um und lotse dich über die Brücke. Ist halt schade.
Oh, ich sehe nichts. Wie ist Blizzard morgen oder was? Haben die Stream? Ja, du wirst deine Augen nicht trauen, wenn du das siehst. Fahr weiter! Was? Da... Geil! Scheiße, dürfen wir uns aber nicht anschauen, oder? Ist das. Darf man das restreamen? Das ist die letzte Lieferung! Das ganze Festival wartet! Ach so, das ist YouTube exklusiv. Scheiße dann. Wir haben ja gar keine Verträge mehr mit Twitch, genau, wegen YouTube. LOL. Vamos. Vamos. LOL. Horizon, das ist Mexiko. Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schaut den Superstar. Das klingt nach auf den Weg zum Festivalmarkt. Nach Dings danach. Was ist das denn hier, oder? Ist das SSLM1? Was ist das hier? Wenn ihr zum Horizon Mexiko hier seid, dann haben wir etwas für euch. Aber schon ultra Arcade. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon. Mal gepasst. Kurz. Boah, geil. Geil, hey, so ist echt geil, aber wir fahren so, Chat. Ein bisschen was vom Cockpit, das wir haben. Geil. Krass. Kopfrennen mit einem AMG One liefert. Da bin ich ja mal gespannt. 9.2 Vorstellung. Schnallt euch an, Horizon. Oh. Ich habe diesen Fahrer schon einmal gesehen. Das war mal ein gekonnter Auftritt. Ja, als ob. Oh ja. Ich auch. Das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Nummer 1 beim Horizon Mexiko willkommen. Jawohl, irgendwas erreicht. Irgendein Erfolg kann ich nicht sehen. Es ist zu weit weg. Okay. Hey, das ist mit dem Controller nicht gehen. Guck mal, ich drücke links und rechts, das springt einfach so rüber. Dass ein Xbox-Spiel mit Xbox-Controller nicht geht. Hä? Warte, ich nimm sie, dann gehe ich auf Frisur und dann ist eine andere. Hä? Okay. Achso, warte, man muss vielleicht Enter. Nee, warte mal. Wie kann ich sie denn wählen hier? Die muss abgehaken sein. Wie kann ich den Haken reinmachen? Doppelklick geht nicht. Rechte Maustaste geht auch nicht. Den Haken. Sie darüber. Hallo? Wie kann ich's? Ich kann sie so nicht aussuchen. Nee. Mit Controller geht's nicht. Ich kann sie. Ah! Das ist dann schon gut so. X für Vorschau. Test, Test! Hallo! Genau, ich gebe ihr eine männliche Stimme. Ja. Hallo, hallo! So hört sich meine Stimme an. Test, Test! Ach du Scheiße. Ja, ja. Ist ja egal. Imagine! Du gibst dann eine männliche Stimme oder umgekehrt. Hey Kate, was geht? WW? Willkommen im Forza Horizon Festival. Applaus für Dingsbums for the Horde. Oh, ist das Mikrofon nicht ein bisschen laut jetzt, wenn ich spreche? Krass. Das erinnert mich immer an Knight Rider irgendwie da mit diesem Rausfahren.
Was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Oh nein, ich will keine Story. Desiertos, la jungla, pirámides, la belleza de México. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Muy bien. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Story hasse bei einem Outrennen. Das hast du sowieso Story. Hey, pass gefälligst auf, wenn du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a ser de banda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, was war mit den Lippen? Lieferung da? Heute früh angekommen. Ja. Mira, que chulada. Was für eine Sammlung. Du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Oh. Corvette Stingray Coupé? Ja, man kann hier nicht... Oder Ford Bronco? Wow. Dann die nehme ich. Beste. Was sagt ihr, Chat? Ich hätte Bock auf den. GR Supra. Das sind bestimmt dann irgendwelche... Ja, die drei jetzt hier. Als Startauto. Im Test von Gamester hat sie gesagt, die Dame, dass man mit dem Ford Bronco das ganze Spiel spielen könnte. Man bräuchte kein anderes Auto. Und das macht das Spiel halt jetzt nicht so spannend. Also, wenn ich den Bronco nehme, fahre ich den von jetzt für immer. Sehr geil. Also, dann den Bronco Kappa. Nee, wir nehmen schon den hier. Ah, der A90 Supra. Der jüngste geil. Nachfolger eines überaus legendären Autos. Gute Wahl. Besonders, nimm das Flugzeug. Wenn du gerne fährst. Richtig. Das ist immer schneller. Einsteigen. Aber schon was traurig, wenn man dem Startauto das Game durchspielen kann. Das sagte sie halt so. Super. Ist halt Arcade. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Was? Ist halt Arcade. Und das mit dem Tuning ist mehr so optisch und das mit diesem ganzen Ding. Ja, egal. Schauen wir mal. Kann ich hier eingeben? Ich kann nicht mit Tastatur eingeben. Ich muss das echt. Was zum Fick? Das ist ja blöd so, warte. Hä, wo ist denn dann die Null? Wo ist denn da nichts? So, das geht ja gar nicht. Dann machen wir. Wenn ich jetzt hier GAX, es sind immer zwei verfügbar. Dann mache ich das so. Dann mache ich hier so ein Zeichen hin. Das hier. G. Ich mache mal Gags kein Zeichen. Ich bin jetzt hingeradet, Alter. So, fertig. Das sieht doch gut aus im Auto. Ich krieg's da nicht mittig hin, das ist scheiße. Nur drei Buchstaben. Aber wenn ich hier Gags hinschreibe, ist auch nicht mittig. Schau. Hier oben sind diese Scan-Teile. Das wird nicht mittig. Das ist auch nicht mittig hier, das Ding. Das ist eigentlich nächster Charakter. Achso, okay. Ach so, lol, okay. Jo, passt schon. Ach, pues. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit ihnen. Ach so. Die restlichen kriege ich zum... Ach, ich habe alle drei Autos. Ah, die gehören alle mir, alle drei Autos. Alle drei Starterautos. Hey, das ist nur, was ich jetzt fahren möchte. Ich weiß, du kommst gerade erst an. Hey, aber Dingsbums. Das erste Showdown geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Muss man die Prozente genau schauen, warte mal. So, 80% jetzt. Da bin ich. Schaurennen. Kann ich auch rauszoomen? Nur reinzoomen, lol, okay. Geh zum Schaurennen. Hoffe, du bist bereit. Doch, I'm ready. Ich bin bereit. Ich bin bald da. Was geht, Leute? Wie? Scott Tyler hier bei Base Arena. Das Horizon Festival. Ja, ich hab mich hingeschaut, lol. Wow, wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal. Die Lautstärke ist, glaube ich, noch zu laut, gell? Für auf gut Glück, Amiga. Bestimmt wie. Was war das? Sagst du, brauchst mich? Ja, Horizon. Tolle Neuigkeiten. Ich muss sofort los. Ja, müsste passen, oder? Wenn ich rede, ist es eh viel lauter. Ihr müsst sagen, ob ich es lauter leiser machen soll. Lol.
Der Schall ist voll komisch irgendwie. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Kurz das Auto anschauen hier. Okay. Müsste passen. Oh, musst du gar nicht klicken. Cool. Jetzt geht's los hier. Diese verschiedenen Lautstärken sind sehr stressig. Wieso fliege ich immer aus dem Flugzeug? Ich bin doch dahin gefahren. Ui. Schön focht. Schauren. Achso, Schauren heißt mit einem anderen Auto, oder? Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schauren vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Oh Gott, let's go, testen wir mal. Ah ja. Wow. Scott Tyler sendet live aus einem Flugzeug. Du Scheiße. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot? Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn! Ein Tempel! Oh! Nee, ich darf da durchfahren. Ich darf da durchfahren, okay. Scheiße, Mann. Die Map schauen hier. Wie jetzt? Neu starten. Hä? Also Arcade ist wild, sage ich euch. Durch Säule muss ich hier fahren. Keine abgeschlossene Rennstrecke. Scott Tyler sendet live aus einem Flugzeug. Oh, ich bin aufgeregt, Horizon. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot? Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Juhu! Dieses Querfeld einfahren ist wild. Ich muss mir noch an Arcade gewöhnen, ich weiß noch nicht. Die Fans im Stadion toben! Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, was uns noch erwartet. Also Lautstärke müsste passen, wenn ich labere, ist eh total laut. Ich habe ein Mikrofon ganz nah hier. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Also ich habe ja Forza Horizon 1 und 2 gespielt. Touchdown! Los, Motorradteam! Das nenne ich Rennen, Horizon. Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker. Für wen seid ihr? Wow. Ich komm nicht. LOL. Okay. Ich kann halt gar keine Linie fahren, das Auto irgendwie. Ganz wilde Sache hier. Wow. Okay. Natürlich sieht man den Third Person mehr, aber Third Person will ich das Spiel nicht fühlen.
Oh, die Mopeds da. Mehr bremsen oder was? Also Vollgas. War noch viel zu vorsichtig hier. Moment, ist das ein Wingsuit? Zieh gerade und dieser Grünschnabel gibt nicht auf! Das bergab ist ja langsamer geworden, hä? Ich hab Vollgas gegeben, bergab ist er langsamer geworden. Hast du gesehen? Kam der Begrenzer? Kann man auch ein bisschen Third Person jetzt hier. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen leiser machen. So, 50% jetzt. Endgültig. Kann ich jetzt nicht drehen, das Ganze. Ja, kann man schöne Videos machen bestimmt. Aber das liegt so auf der Straße so wie so Schienen, oder? So komisch. Voll am Drehzahl der Meter hier. Ich hab doch gar nicht gewonnen, Alter. Da steht gewonnen, steht Platz 2. Ah ja. Das ganze Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten. Also, die Sichtweise ist so nicht geil, muss ich sagen. Stört doch ein bisschen. Abgemacht. Danke, Haley. Bis bald. So ist schon besser, finde ich. Also ist doch, macht schon Spaß, aber... Also es war jemand in einem Wingsuit auf einem Motor. Also wird es halt mehr Spaß machen. Transportflugzeug. Stimmt's, Horizon? Ich frag nur, damit ich das meinen Freunden auch richtig beschreibe. Aber es ist jetzt zu schade. Noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. So zu spielen, finde ich. Gesendet. Das Auto nicht zu sehen. Wie wär's mit den Foo Fighters? Du hast gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Also ist schwerer zu fahren? Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für mit jedes Motorhaube oder ausgeben. Mit so wie ich fahre. Achso, jetzt muss man. Dieses Geschmarre, ich brauche doch gar keine. Lass mich doch einfach spielen. Also. Und warum gibst du mir den Controller nicht? Ich muss das alles mit Tastatur machen hier. Mit Motorhaube, echt? Das ist voll geil. Mit zwar im Schlecht nach einer Zeit, aber ist voll geil. So mit drin ist es nur dabei. TCR hat mich abgefangen. In 400 Metern links abbiegen. Fahr mal nicht hin. Also so ist die Grafik nicht so klar wegen der Scheibe. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Stürmen. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit.
Wen kontaktieren wir als erstes? Ja, den da. Ich fahre mit Alejandra. Geht klar. Na klar. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. Also so ist halt schön klar, ne? Seht ihr das? Na boah. Endlich, Haley hat mir einen Fahrer geschickt. So schön Haley klar. Du stehst auf Oldtimer, oder? Die Klassiker. Los geht's! Ist das bescheuert, ey. Bei nächster Gelegenheit enden. Ich glaube, ich bin das ist kacke. Ist das kacke? Servus, grüß dich. Ich versuche gerade irgendwie bei der Camming Van zu tun. Ich habe keine Ahnung, wo ich es hin tun soll. Voll bescheuert, ey. In 200 Metern. Hallo Prinz, was geht? Sollen wir es so lassen, Chat? Oder? Am besten mit dem ganzen Bildschirm. Nee. Ich hatte es eigentlich unten rechts in der Ecke. Und so wollten wir fahren. Unten rechts in der Ecke. Ne? Hier, da und kleiner. Da wir so fahren wollten. Aber ich bin mir nicht mehr sicher mit dem so fahren. Oder sagten wir sie doch, Chat, so ungefähr. Ich sehe, das ist halt so weit weg, Alter. Das ist so weit weg vom Bett hier. Kleiner Monitor ist so weit weg, ich sehe kaum was. Aber so finde ich das halt nicht so klar. Und natürlich die Glasscheibe da ist. Das ist so milchig alles die ganze Zeit, ne? Das ist halt so milchig. Seht ihr das? So milchig. So ist halt total klar. Kann man den Fensterscheibeneffekt nicht ausmachen? In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Ja, ich schaue da gar nicht hin, Bro. Alter. What the fuck? Ey! Wo? Da hat er nicht geblinkt. Sind das echte Fahrer oder sind das NPCs? Driver-Tars. Rechts abbiegen. Wo ist eine Handbremse? Ist Handbremse A? Na, guck mal, was ist das? Also ich finde es okay so mit der Sicht. Also ich mag das so, dass man wissen, was im Auto sieht, vom Cockpit und so. Aber das ist zu milchig halt. Ära, wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy. Ich erzähl's dir unterwegs. Ah ja, ich fahr jetzt. Oh Gott, okay. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen? Familie und Kunst? Familie und Sie? Fast. Familie und der VW Käfer. Bocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der so sieht man auf den Rückspiegel. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Sehr geil, ganz viele verschiedene Autos hast du hier. Wuhu! Ihr seht ja auch die km/h-Anzeige gar nicht so. Ich bin noch nicht sicher, wie wir das am besten machen hier. Weil jedes Auto hat ja andere Dinger hier. Das Auto ist wieder anders.
Das ist immer schwierig bei so Auto, wo wir das hin tun. Ganz wild. Die einzige Konstante ist immer rechts, diese Geschwindigkeit. Oder die Motorhaube. Dann müssen wir es ja doch so machen, oder? Da, ist das die Mitte? Ja, gell? Ist das die Mitte? Irgendwie nicht. Ja, dann bleiben wir so entfernt. Motorhaube müsste ziemlich gleich sein immer, Chat. Das Herz muss ich dann noch woanders hin tun, aber egal. Dann müssen wir nur sagen, ob die Kamera größer oder kleiner machen soll. Sieht man mich überhaupt noch? Oder soll ich, ja, ich muss dann vielleicht abstellen. Aber ich kann jetzt nicht so viel machen da. Problem ist, ich liege halt hier, ich kann nicht am PC was machen. Ja, aber ich kann schon größer machen. So? Oder ist er jetzt zu groß? Nee, passt. Erzähl mal von ihm. Etwa auf dich. Chabuelo bedeutet Urgroßvater, okay. Aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Huacho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebt also, dieses Auto abgöttisch. Ja, genau, der genau. So ungefähr habe ich es versucht, Straße Mitte der Scheinwerfer, ja. Er schoss ein letztes ist Foto nicht noch ein bisschen weiter nach links? Aber es ist also bei dem Auto. Wenn du ihn findest, bringe ich ihn wieder zum Laufen. Ich hoffe echt, wir können ihn retten. Auf geht's in die Berge. Aber ist normal, mehr Einstellungen als spielen, wa? Oh, man kann ja driften. Achso, ich dachte die Größe. Such eine Abzweigung. Du musst mir noch sagen, was ich ändern soll. Größer, kleiner, höher, tiefer oder so lassen. Ich müsste halt da sitzen davor. Aber gleichzeitig im Bett sitzen und vor dem PC sitzen ist schwierig. Aber wieso sollte Papa Fernando den Wocho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendous sein. Ich mach nur mal die Tür auf. Spaghi? Er ist wirklich hier. Wir haben ihn für dich gefunden, Papa Fernando. Aber sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Aber das Lustige ist, ich bin ja nicht in der Mitte vom Bild an sich. Von der einen Motorhaube jetzt. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Was? Truck? Na klar. Let's go. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Llantas, lo eléctrico. Das wird selbst für mich nicht leicht sein. Ist ein Käfer. Auf den kann man nicht umstellen, okay. Einzige Sichtweise bei dem. Lol. Sieht aber nicht schlecht aus, oder? So eine fette Cam, ey, mitten im Bild. Ausschau nach Baustellen. Die Straße sieht frei aus. Ich bin sicher, das passt schon. Und was ist das? Egal. Sieht nach einer Baustelle aus. Kommst du irgendwie dran vorbei? Ich denke, das kriege ich hin. Lol. So kann man es auch machen. Na klar. Was wirst du mit ihm machen? Ich habe muchas ideas. So ist das mit dem Mocho. Nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. Hört sich ein bisschen an wie GTA mit dem ganzen Reden hier und Fahren. Das ist doch alles noch Tutorial hier. Achso, da muss ich hin oder was? Doch, ich muss da einparken oder so. Den Rest übernehme ich. Ja, wollte ich ja. Vermisst
Ich wollte einpacken. Ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Okay. Es war viel zu viel Geblinke. Ich will einfach fahren. Hey, Dingsbums. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet. Also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung. Die Rennen, Kundungen, einfach alles beinhalten. Schau mal, 805 Minuten verbrochen. Wieso das? Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Ja, irgendwas, ein schönes Rennen. Ja, Rennen hier, komm. Ein Rennen vertragen. Ja. Ist das jetzt noch mittig? In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Mal schauen, wenn ich halt immer mit meinem Auto fahre, kann man es so einstellen, aber jetzt irgendwie mit einem anderen Auto. Es gehen so viele Autos hier. Wie jetzt? Was ich fahren möchte jetzt? Ich habe Muschilago da? Nee. Wieso kann ich... Es geht mit dem Controller nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ist es kaputt. So. Ich muss immer so wählen. Jetzt kann ich mir aussuchen, mit was ich fahre. Was ist das? Ein Griprennen? Keine Ahnung. Was soll ich denn fahren? Das ist ein, was sind denn Gegner überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was die Gegner sind. Let's go. Dann. Ach, wir fahren alle das. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ach scheiße, da habe ich es mir schwer gemacht hier. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen groß, oder? Und der Cam, bei dem Auto zumindest. Nicht gerade die Oberfläche für so ein Auto, hä? Alter. Wow, 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 wow. Dumnix, moin, was geht? Das ist nicht gerade die Oberfläche für so ein Auto hier. Ja, ich muss im Bett liegen, mir geht's nicht so gut. Oh. Dankeschön. Ich bin die Steuerung gewöhnt, jetzt endlich mal rennen hier. Direkt alle überholen, ja krass. Ganz wilde Sache hier. Ich kann noch gar nicht sagen, ich bin noch gar nicht gefahren. Das ist mein erstes Rennen jetzt. War nur gerade Tutorial hier. Ich bin die ganze Zeit mit der Kamera am Einstellen. Erstmal versucht, welche Sicht. Ich wollte eigentlich Cockpit fahren. Aber Cockpit ist dann doch zu milchig irgendwie, wegen der Scheibe. Jetzt bin ich am Motorhaube hängen geblieben. Third Person tue ich mir auf keinen Fall an. Weil ich spiele ja kein GTA, ich will ein Autorennen spielen. Also Motorhaube dann, Stoßstange ist zu krass, also
Cockpit, das wäre halt super geil, aber irgendwie ist es zu milchig wegen der Scheibe. Das letzte Forza habe ich Teil 2 gespielt. Also Forza Horizon 2. Alter. Muss ich eigentlich nicht so bremsen? Muss ich so sliden oder so? Wie Arcade ist das? Wie muss ich denn fahren? Wow, 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 wow. Kannst du sowas nicht schreiben, Alter? Ich muss voll lachen. Ja, natürlich. Was soll ich sonst hinfahren? Oh Mann, ey. Alles wahnsinnig hier. Ey, ich kann das Auto nicht handeln hier. Das ist ja... Wow, guck mal an. Oh Mann. Ey, ich habe ja gar keine Chance, ne? Was geht denn mit denen ab? Ich bin halt demnächst hier eigentlich nur mit, ich fahre nicht mit Lenkrad und Pedalen und so eine Scheiße, aber dadurch, dass ich jetzt verletzt bin und meine Füße nicht gut gehen, kann ich es halt nicht. Und mit Controller ist halt Endgegner hier. Wow, wow, wow. Sieht so verrückt aus. Ja. Aber wie krass fahren die anderen denn, hey? Wahnsinn. Ich versuche irgendwie in der Linie zu fahren, aber keine Chance. Keine Chance, Leute. Katastrophe. Das war ein bisschen vielleicht das Falsche. Oder kann man nochmal fahren, mit anderen Auto das Event? Neu starten? Oder machen wir einfach. Kann ich nochmal fahren? Die andere später. Katastrophe. Dreh am Rad. Beim Wheelspin gibt's jedes Mal große Preise. Du musst nur drehen. Danke. Einfach Camaro gewonnen.
Weiß nicht, ob die Kamera zu groß ist oder zu klein. Hayley, wie fandest du das? Nicht übel. Du findest alle neuen Horizon-Veranstaltungen auf deiner Karte. Los, erkunde sie. Viel Spaß. So werde ich da unterbrochen hier. Ja, lol, das war Anfänger. Habt ihr das gesehen? Das war Anfänger. Du hast dein Ziel erreicht. Das war Anfänger? Lol. Nehmen wir mal ein anderes Auto, es ist einfach ein Auto. Nehmen wir einfach mal einen Bronco, komm. Warum muss das immer so präsentiert werden hier? Aber ich glaube hier, Deadeye, es ist generell zu groß die Cam, oder? Schon noch ein bisschen kleiner. Das sieht halt zu wuchtig aus. Was meinst du? Ja, das ist schon einfacher hier. Mit dem anderen Auto sind sie gefahren wie auf so einer Strecke, halt auf so einer Rennstrecke irgendwie. Ich hatte halt keinen Grip und die sind einfach durchgefahren. Wow. Ich sehe nichts. Lass mich durch. Ich habe hier eingestellt Simulationsschaden. Aber ich glaube, ist die Cam so okay, oder? Irgendwie habe ich mehr Sorgen um die Cam anstatt um was anderes. Das ist das Gameplay. Sieht man noch ein bisschen was? Augen oder so ein Scheiß? Okay, danke, danke. Wie ist denn eigentlich die Grafik so, also das Rendering von dem Spiel? Normalerweise sind schnelle Rennspiele immer schwierig für die Bitrate. Also mit der Low Bitrate hier. Für das Live-Encoding halt. Das ist schon mal wichtig, dass du kein Fix drüber hast. Viel zu früh gebremst. Aber schön, dass hier in Mexiko alles kaputt geht. Wo das manchmal ruckelt hier. Einfach ein Schild umfahren, damit der andere nicht sieht, wo die Begrenzung ist. Der Strafe liegt. Ich
fahren ich glaube ich noch viel zu vorsichtig. Denn ja, zum Glück ist keine Runde mehr, denn jetzt haben sie bald gar keine Strommasten mehr. Ja, kein Problem. Chaos Mausi. Du bist jetzt dein Mitglied und ein Zinkli steht für dich gerade, wenn das ist. Kapi. Endlich mal World First. Jawohl, kein Problem hier. Du richtest ja schon genug Chaos an, wenn du hier bist. Lul. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur die Kamera eingestellt. Noch gar kein Gameplay eigentlich. Noch gar kein Gameplay halt. Ganz wild. Wieso ist denn da die Verbindung unterbrochen? Ich verstehe das gar nicht.